Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht hier Hometopia. Das ist eine Demo-Version. Das habe ich mal ein bisschen angefangen und mich so ein bisschen durchprobiert. Man fängt also an, die Foundation zu bauen. Das heißt also einmal das Grundgerüst, den Boden quasi, und kann dann Wände bauen, Fensterchen aussuchen, Türen mit einbauen. Ich habe erstmal eine Tür eingebaut. Ach, guck mal, die kann man sogar auf und zu machen. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Und dann kann man halt eben hier innen auch noch die Einrichtung anfangen. Türen hatte ich hier noch nicht verbaut. Was ganz witzig war, ich wollte es eigentlich aufgenommen haben, dann hättet ihr den Lacher schlechthin gehabt. Ich hatte hier noch keine Trennwand zwischen und habe dann auf einmal gemerkt, oh, ich habe ja noch gar kein Badezimmer. Und so wie ich nun mal dann bin, ich fange an, Badezimmer auswählen. Hier könnt ihr das übrigens sehen. Na, hier haben wir einmal das Badezimmer und habe gesagt, naja, Toilette, da fangen wir mal mit an und baue die hier an und denke mir, das ist immer noch ein Raum und die Toilette steht gerade im Schlafzimmer. Das geht gar nicht. Also, was musste her? Noch eine Trennwand. Jetzt ist natürlich ein sehr kleines Schlafzimmer dadurch entstanden, aber es ist ja erstmal nur ein Test, wie funktioniert das Ganze, und man möchte ja auch gerne nur darin schlafen und sich umziehen. Von daher passt das, glaube ich, schon. Ein kleines Kinderzimmer ist auch schon entstanden. Ja, eine kleine Büroecke mit Wohnzimmeranteil. Ich habe ein Esszimmer gebaut und ansonsten hier schon mal ein kleines Badezimmer. Dann haben wir auch schon ein Auto. Das macht richtig Geräusche. Mit einem, ja, Carport, so habe ich es dann jetzt gemacht, für, ja, den Garten halt eben auch nochmal einen Unterstand. Das Witzige war, diese Rutsche hatte ich auf einmal doppelt hier drin im Haus stehen. Habe ich gedacht, nee, geht gar nicht, muss ich wieder rausnehmen. Und erstmal hier so eine kleine Sitzecke reingebaut. Ihr seht, es ist ein riesiges Grundstück, wo man dann halt eben bauen kann. Es ist ein bisschen wie Haus Flipper, nur dass man selber nicht so viel innen im Haus macht, sondern tatsächlich so ein bisschen von oben schaut. Man kann reinzoomen. Zack, da sind wir dann mitten im Häuschen drin. Man kann dann wieder rauszoomen. Und so. Ja, da halt eben dann auch so ein bisschen schauen, ob einem das so gefällt, wie man das da fabriziert hat. Es ist noch nicht schön, ja, das seht mir bitte nach. Es ist halt einfach erstmal ein Test gewesen, wie funktioniert das alles so. Und dann kann man halt immer noch mal schauen und dementsprechend dann schön bauen. Ja, wie gefällt euch sowas? Mögt ihr sowas? Mögt ihr generell Simulatoren, wo halt eben solche Bauten gemacht werden? Es ist ein bisschen House Flipper ähnlich, gebe ich zu. Aber wenn ihr sowas mögt, schreibt mir das sehr gerne unten in die Kommentare. Dann spiele ich gern auch weiterhin solche Spiele. Ich habe auch noch welche, die ähnlich wie dieses sind. Auf Steam gibt es gerade bis 7. Oktober Spiele, die man antesten kann, also eine Demo-Version runterladen kann. Und dann kommen die Spiele entweder dieses Jahr noch raus oder halt eben nächstes Jahr. Checkt das auf jeden Fall aus. Und ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wenn ihr dort ein Spiel seht, was ihr gerne bei mir sehen würdet. Vielleicht habe ich es sogar schon runtergeladen. Ansonsten lasst es mich sehr gern wissen. Oder wenn ihr andere Spielvorschläge habt, schaue ich mir das natürlich auch sehr gerne an. Keine Garantie dafür, dass ich spiele, aber ja, mal schauen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze, aber feine Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und dann freue ich mich auf euch in einem neuen Video. Dann wahrscheinlich auch wieder eine Demo-Version, die ich antesten werde. Müssen wir dann einfach mal schauen. Ja, Horse Reality kommt dann auch noch. Darauf könnt ihr euch auch noch freuen. Und ich sage mal, bleibt gesund und munter, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.